Zuschauer. Hallöchen. So, heute geht's, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, um unser Buch. Und jetzt, Achtung, bitte nicht direkt abschalten, weil ihr denkt, ach, ein Werbevideo. Das ist nämlich, wie Chris gerne sagt, wichtig für euch. Also vor allem, was da drin steht, wir haben das ja quasi für euch geschrieben. Es geht nämlich um ein glücklich und erfolgreiches Leben. Genau. Und das sollte eigentlich jeden interessieren und das sollte eigentlich auch in der Schule gelehrt werden. Oder zumindest von den Eltern. Wie man dazu führt und die wichtigsten Dinge sollten einem dabei gebracht werden, aber das ist halt nicht der Fall und deswegen haben wir selber ein Buch dazu geschrieben. Und jetzt denken die sich da draußen auf jeden Fall so, ja, was wollen die uns von Erfolg erzählen? Die haben ja gar keinen Erfolg mehr. Genau, der Hype ist auch vorbei, ja. Aber Erfolg oder auch das persönliche Glück oder was für einen persönlichen Erfolg bedeutet, das hängt ja nicht mit Like-Zahlen oder View-Zahlen oder Geld haben oder berühmt sein zusammen, sondern für jeden ist das persönliche Glück und der persönliche Erfolg ja was anderes. Und das hat ehrlich gesagt nichts mit Geld, berühmt sein oder Like-Zahlen zu tun. Oder sollte es nicht? Ja, sollte nicht, ne? Ja. Also, bei vielen hat es ja ein bisschen spielt das halt schon mit rein, wenn du gar kein Geld hast, dann ist es auch schwieriger, glücklich zu sein. Ja, aber ich meine, man sollte nicht denken, ich bin dann glücklich und erfolgreich, wenn ich viele Follower habe oder wenn ich viel Geld habe. Ja, das genau. Ist ja Quatsch. Ja, und deswegen erzählen wir euch heute ein bisschen was aus unserem Buch, damit ihr ein bisschen mehr darüber erfahren könnt und euch überlegen könnt, ob das für euch interessant ist, das zu lesen. Wir können das wirklich nur jedem ans Herz legen, weil es ein Herzensprojekt von uns ist. Wir haben dieses Buch tatsächlich aus dem Grund geschrieben, weil wir uns privat ganz viel mit den Themen aus dem Buch befasst haben, schon viele Jahre, und dann irgendwann gedacht haben, krass, das hätten wir wirklich gerne eigentlich in der Schule gelernt oder von unseren Eltern gelernt. Oder wir hätten gerne ein solches Buch gehabt, aber das gab es nicht. Und dann hattest du die Idee, dass du gesagt hast, ey, eigentlich, wenn es sowas noch nicht gibt und wenn wir uns das gewünscht hätten früher, dann sollten wir darüber ein Buch schreiben. Und das heißt deswegen auch, hätte ich das mal früher gewusst, weil das war genau unser Gedanke bei den ganzen Themen, ey, hätten wir das mal früher gewusst. Es hätte einiges einfacher gemacht und deswegen haben wir gedacht, dann können wir das wenigstens an euch weitergeben, was wir da alles recherchiert haben. Wir hatten uns halt viel mit den Themen aus dem Buch befasst, also bevor wir es geschrieben haben. Und haben uns dann halt gefragt, sag mal, was haben wir eigentlich in der Schule gelernt jetzt von dem Wissen, was wir jetzt haben, was extrem wichtig ist, um glücklich und erfolgreich zu sein oder zu werden. Und haben dann gemerkt, okay, eigentlich gar nichts. Nichts von diesen Themen, die essentiell sind für ein glücklich und erfolgreiches Leben. Das ist eigentlich total krass, weil haben das wir in der Schule gelernt. Und das ist eigentlich so krass, weil eigentlich die Schule das ja ist also wirklich einem beibringen sollte, ja, glücklich, also glücklich und sagen wir glücklich und zufrieden, weil erfolgreich musst du nicht zwangsläufig sein. Erfolgreich ist halt oft ein Teil von Glück, aber ist nicht zwangsläufig nötig. So, aber ja, die Schule sollte uns eigentlich glücklich und zufrieden halt lehren. Oder das Elternhaus, aber die Eltern haben auch ganz viel von diesem Wissen, was hier drin steht, nicht, weil sie es ja auch schon in der Schule nicht gelernt haben. Das heißt, so ein kleiner Teufelskreis, wenn es nicht von außen einem irgendjemand beibringt oder man sich selbst richtig dahinter klemmt, sich diese Sachen beizubringen, dann wird man sie einfach nicht erfahren. Und dann geht es immer so weiter. Deswegen müsste die Schule das eigentlich unterrichten. Und das ist so krass. Und deswegen haben wir ja auch dieses eine, in Anführungszeichen, Hate-Video gegen das Schulsystem gemacht. Klar gibt es auch positive Argumente für Schule, aber wir wollen ja wirklich das kritisieren, was falsch läuft, oder weil wir, da was geändert werden müsste. Wir kritisieren halt hauptsächlich an den Inhalten, so an der Art und Weise der Wissensvermittlung. Wenn Schulen und Lehrer dieses Buch integrieren würden, weil, und das wollte ich die ganze Zeit sagen, ich finde es richtig krass, weil die Sachen, die hier drin stehen, die sind wirklich so die Basis fürs Leben, die sind so das Fundament fürs Leben. Und ich finde es so traurig eigentlich, dass einem das keiner sagt. Als wir uns damit beschäftigt haben, habe ich echt manchmal gedacht, krass, warum haben meine Eltern mir das nicht beigebracht? Aber ich kann meinen Eltern gar keinen Vorwurf daraus machen, weil sie es ja selber nicht wussten. So. Und das ist einfach wirklich traurig und schade, dass gewisse Dinge in der Gesellschaft oder auch vielleicht in den Medien oder so nicht mehr stattfinden, weil die könnten einfach die Gesamtgesellschaft, wenn die Gesamtgesellschaft davon erfahren würde und das alles wüsste, dann könnten sie die Gesamtgesellschaft so weit voranbringen und die Zukunft einfach wirklich ein Stück besser machen. Also das ist wirklich ein Herzensprojekt von uns. Wir haben es jetzt nicht wegen der Kohle gemacht, auch wenn mit das Büchern verdient man auch ehrlich gesagt nicht so genau, viel. Genau, die Hater werden jetzt sagen, ja, der nächste YouTuber, der ein Buch schreibt. Aber es ist ja keine Biografie oder sonst was, sondern es ist, wie gesagt, es soll euch was bringen und tut's auch, wenn ihr es lest. Also die Garantie können wir euch geben und wer keinen Bock drauf hat, soll es einfach sein lassen. Das ist ja okay, also muss jeder selber wissen. Ja. Aber die 12 Euro sind tatsächlich gut investiert. Sie sind in euch selber, in eure Persönlichkeit. Eigentlich geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Das ist so im Prinzip die Basis von dem Ganzen.
Und das Ding ist halt, man denkt sich jetzt vielleicht, oh, dann muss ich ja, ich muss in der Schule oder im Studium oder im Job, ich muss eh schon so viel lernen, arbeiten, mich weiterbilden, habe ich keinen Bock drauf. Aber das Ding ist, dass dieses Wissen, also zumindest war das bei uns so, das macht so viel Spaß, das zu lernen, weil es einen eben auch glücklicher macht, das zu wissen und weil es einem so krass durchs Leben hilft. Und das ist wirklich Lernen, was Spaß macht. Das ist vielleicht schwer vorstellbar. Ja, genau, das ist man gar nicht gewöhnt, weil klar, aus Schule und Uni auch zum Großteil kennt man halt einfach, dass es, ja, es ist das notwendige Übel. Man nimmt es halt so in Kauf, weil es irgendwie sein muss, aber man macht es nicht aus eigener oder aus intrinsischer Motivation heraus. War jetzt bei dem Buch bei uns zumindest anders. Wir haben auch, also das Buch ist ja erst seit heute quasi im Handel erhältlich. Man konnte es ja schon vorbestellen, aber es sind ja schon Rezensionsexemplare vorher rausgegangen und auch an die Presse, damit ich Interviews geben konnte und die sich vorher informieren konnten, die Journalisten. Und das Krasse ist, dass wirklich das Feedback bisher durchgehend von allen, die es schon gelesen haben, mega positiv war. Es hat mir noch keiner irgendwas Negatives gesagt oder geschrieben dazu. Die haben es vielleicht für sich behalten, das weiß man natürlich jetzt nicht, aber ich habe eigentlich alle Nachrichten, alles zu diesem Buch mir durchgelesen und bei Telefonaten mit irgendwelchen Journalisten oder so, wo man ja denkt, manche Journalisten sind sehr kritisch und bei manchen muss man aufpassen, weil die wollen einen auch irgendwie kritisch ein bisschen pieksen. Es war einfach nur total gut, das Feedback. Und selbst Leute, Journalisten, die schon älter waren als wir, haben gesagt, dass sie daraus auch was für sich mitnehmen konnten. Und das ist einfach total schön zu hören. Genau, das Buch ist halt wirklich wissenschaftlich. Also die Sachen, die da drinstehen, sind alles Fakten, die wissenschaftlich belegt sind. Wir haben eigentlich nur das, was von anderen Experten, Wissenschaftlern oder sonst irgendwas zu finden ist, das haben wir alles recherchiert, angesammelt und zusammengefügt. So. Genau, und aber in lockerer Sprache, ja. Also wie wir halt auch reden oder wie wir es einem Freund erklären würden, also jetzt ohne einen Besen im Arsch, einfach rübergebracht. Also auch nicht wie ein klassisches Schulbuch. Wir wollten das, ganz am Anfang war halt meine Idee, das Schulbuch zu nennen. Dann haben wir gedacht, dann kauft das keiner. Genau, so. Ich wurde auch schon mega viel gefragt, ob man nicht signierte Bücher von mir bekommen kann. In der Masse kann ich das natürlich kaum schaffen. Aber wir haben uns deswegen überlegt, dass wir hier unter diesem Video in den Kommentaren 10 Exemplare verlosen, die dann auch mit persönlicher Widmung, an die Gewinner rausgeschickt werden. 10 Stück, das heißt, wenn ihr ein Buch gewinnen wollt mit einer persönlichen Widmung von mir, dann schreibt in die Kommentare, warum. Schreibt in die Kommentare, warum gerade ihr das Buch gewinnen solltet. Habe ich das falsch gesagt? Du hast gesagt, schreibt in die Kommentare, warum. Ja, da muss ich, glaube ich, das Kapitel Kommunikation doch nochmal lesen. Ja, da musst du nochmal genau nachschauen, was du da geschrieben hast. Ja. Dann wollten wir noch sagen, es ist ja bald Weihnachten. Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr dem einen oder anderen schenken sollt oder was ihr euch vielleicht wünscht oder so, das ist ein mega cooles Geschenk, weil es ein Geschenk ist, was derjenige brauchen kann. Wir sind ja beide nicht so die Schenker in dem Sinne, weil man dann oft ja auch Sachen schenkt, wo man gar nicht genau weiß, braucht, kann der andere das gebrauchen, oder man selber kriegt ja auch manchmal so Sachen geschenkt, wo man denkt, brauche ich eigentlich gar nicht, habe ich schon voll viel von. Und das ist ein sinnvolles Geschenk. Und wenn ihr es gelesen habt, dann schreibt uns gerne, unbedingt, wie ihr es fandet, oder schreibt irgendwo Rezensionen. Ja, würde uns mega wirklich interessieren. Auch wenn es konstruktive Kritik ist oder so, schreibt einfach. Wir sind gespannt. Wir machen dann nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch so eine Lesetour Anfang nächsten Jahres. Und ich hätte auch total Bock, in ein paar Schulen zu gehen und ja, damit in den Unterricht zu gehen. Es wäre halt richtig cool, wenn ja, damit ein bisschen was bewegt werden könnte. Genau, und wir haben zu dem Thema oder zu den Themen aus dem Buch plus noch andere Themen, haben wir jetzt auch einen Podcast gestartet. Abonniert den mal, Link in der Infobox. Der heißt genauso wie das Buch, hätte ich das mal früher gewusst, weil wir zum Teil Themen aus dem Buch in dem Podcast nochmal tiefer besprechen oder nochmal... Ja, nicht tiefer, würde ich gar nicht sagen. Oder einfach nochmal ein bequatschen einfach. Ja. Und natürlich anders besprechen, wie auch immer, oder praxisorientierter, keine Ahnung, auf jeden Fall. Oder persönlichere so. Stories dazu oder so. Und ja, da laden wir auch teilweise Gäste ein, mit denen wir dann über die Themen reden. Und wir machen auch noch Themen, die einfach in das Buch nicht mehr reingepasst haben. Ja, oder auch ganz andere Themen, die vielleicht auch nicht so 100% zum Buch jetzt passen würden. Es geht so in diese grobe Richtung. Wir reden über das Leben, über Glück und Erfolg, was auch immer, über unsere Erfahrungen. Genau. Schön, dass ihr bis hierhin geschaut habt und euch das Buch so interessiert oder unser Gelaber irgendwie entertaint oder was auch immer. Auf jeden Fall freuen wir uns und bis bald. Ja, gebt einen Daumen nach oben und tschüss.